Mit dem Paxlovid haben wir sicher einen sehr großen Fortschritt gemacht, nämlich ein Medikament, das auch als Tablette gegeben werden kann und nicht nur als Infusion und eben ganz früh die Vermehrung des Virus blockiert. Für diese zweite Phase haben wir noch nicht genügend Wissen, um wirklich bei einem einzelnen Menschen sagen zu können, warum genau hat jetzt diese Person einen schweren Covid-19-Verlauf und auch in welchem Stadium ist diese Krankheit. Das festzustellen ist der erste Schritt. Das bedeutet, wir müssen Messwerte entwickeln, wo man beispielsweise aus einer Blutprobe sagen kann, das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes ist so und so groß und es wird sich ungefähr in diese Richtung entwickeln. Und dann natürlich auch die dazugehörigen maßgeschneiderten Therapien. Das ist ein sehr komplexes Forschungsfeld und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis man das wirklich sagen kann, wir können einen schweren Covid-19-Verlauf mit sehr guter Wahrscheinlichkeit einer Genesung im Krankenhaus behandeln. Und deswegen ist auch nach wie vor diese Impfung das Wichtigste, um das überhaupt zu verhindern, dass es so weit kommt.